Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Wir haben ja hier in unserem Günner jede Menge Staufächer, Klappen, Schränke, ohne Ende. Mir fehlte ein Regal über dem Bett oder in der Nähe vom Bett für meine Brille und für mein Handy und ich weiß nicht was alles. Ich zeige euch mal, wie der Ursprung ist. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Wenn das bei dir ähnlich ist oder genauso ist, dass du da keine Ablagefläche hast am Bett, dann bleib dran, wird spannend. Ich zeige dir jetzt, wie ich das Regal gebaut habe im Schnelldurchlauf. Und dann sehen wir uns nochmal wieder. Da gibt es noch diverse Dinge nochmal kurz zu erklären oder zu vervollständigen. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich schneide mal rein und werde da so ein bisschen reinquatschen. Zum besseren Verständnis vielleicht. Ja, alles klar. Bis gleich. Ja, als erstes erstmal Maß nehmen, ist ja mal klar. In meinem Falle sind das 1,27 Meter von der Toilettenwand bis ja da, wo dieser Eckschrank aufhört. Eine Gesamthöhe werde ich hinterher erreichen von 8 cm circa. Ja, und tief werde ich es in meinem Falle 23 cm machen. Ja, die Lampen ab. Die waren sowieso kaputt, die gingen nicht mehr so wirklich. Ich brauche auf jeden Fall da den Strom, der da fließt, oder der da die Kabel, die da verlegt sind, weil ich möchte ja noch ein USB-Ladegerät oder ja, USB-Ladeanschluss auch noch im Regal platzieren, so wie ihr vorhin schon gesehen habt, das blaue Ding, was da geleuchtet hat. Ja, Kabel liegen da schön im Kabelkanal versteckt und ja, das werde ich benutzen. Schön abknieben, brauche ich nicht mehr. Verlängern kann ich später wieder mit Vago-Klemmen. Ja, wenn du dann alles soweit ausgemessen hast und die Lampen ab sind, dann säge ich mir jetzt hier gerade schon mal die einzelnen Bretterchen zusammen, die ich brauche. Das verwendete Material ist eine Leimholzplatte Paulownia. Einmal mit der Oberfräse schön rund machen. So, da mache ich jetzt gerade die drei Abstandsbretterchen, wie man das auch immer nennen mag, keine Ahnung. Auch da wieder schön mit der Oberfräse dran. Und ja, wer keine Oberfräse hat, der kann sich das auch ein bisschen mit Schmirgelpapier die Kanten brechen. Auch völlig okay. So, wichtig ist nur, dass die drei Bretter gleich hoch sind, weil sonst wäre das Regal hinterher schräg und das sieht doch kacke aus. So, Löcher bohren, also vorbohren für die Schraubverbindung. Ja,
Ja, da markiere ich mir den Bohrer, damit ich nicht durchs Holz bohre. Das ganze Holz ist 18 mm stark und ich brauche nur ungefähr die Hälfte, weil da soll ja diese kleine Reling rein, genau diese, damit ich da nicht den ganzen sofort, das ganze Regal immer sofort leerräumen muss, wenn ich losfahren will, dann kann das da nicht runterfallen. So, einmal die Position bestimmt für den mittleren Abstands Brettchen. Habe die Stange einmal geteilt, so dass ich damit besser einfädeln kann. Das ist ein alugebürstetes Röhrchen aus dem Baumarkt, wie alle anderen Artikel da auch, also Bretter. Und diese Reling, alles aus dem Baumarkt. Ja, so sehe ich es dann erstmal aus. Also Prototyp, da sieht man schön die Stange. Die Abstandshalter und unten das Ablagebrettchen. Da ist nochmal am Winkel der USB-Anschluss. So, jetzt nehmen wir den ganzen Schisselerpeng mal mit ins Wohnmobil und halten das mal so an. Ja, gucken, ob das jetzt von den Maßen her so alles richtig ist. Ja, so sieht das dann erstmal aus. Ja, gut, jetzt mit dem Stativ verkeilt, damit man das mal sehen kann, wie das also rein optisch aussieht. Weiß ich ja vorher auch nie. Ich hier so bastel. Basteln? Modifizieren heißt das. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt machen wir Feinschliff. Und dann ist fein. Jetzt feuere ich das Holz noch ein bisschen an. Das heißt, ich mache es nass mit einem Schwamm, Tuch, was auch immer. Guten Morgen. So, wir haben ja gestern das Holz noch angefeuert. Heißt, wir haben es dann ja nass gemacht, die Oberflächen. Hat folgenden Grund. Durch die Feuchtigkeit gehen die letzten Holzfasern, stellen sich auf. Habe ich jetzt über Nacht trocknen lassen. Und jetzt schmirgel ich das alles nochmal schön mit 400er Schmirgelpapier glatt wie ein Kinderpopo. Ja, und dann können wir auch schon mit der Folierung beginnen. Ich schleife jetzt erstmal. Also ich schleife jetzt hier mit 240er Sand, Schmirgelpapier. Ihr könnt auch 400er nehmen, je nachdem, wie fein ihr das haben wollt. So ein bisschen Struktur möchte ich jetzt noch gerne erhalten, weil wenn sich die Folie anzieht, also ihre volle Klebeleistung erreicht hat, weil die so dünn ist, dann sieht man noch so ein bisschen Holzstruktur. Ganz nett. So, und wenn du das alles so schön geschliffen hast, dass es glatt ist wie ein Kinderpopo, ja, dann einmal staubfrei machen mit so einem Fasertuch, wie heißen die Dinger? Mikrofaser, ne? Mit so einem Mikrofasertuch einmal staubfrei machen und ja, dann kannst du es lackieren, kannst es aber auch folieren, so wie ich es gleich mache.
Ja, wie ich das mache, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Verlinke ich euch hier mal oder da mal. Ich weiß es nie. Ja, da brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Das würde dann auch zu lange dauern. Guckt euch das Video an. Da habe ich die Küchenfronten foliert. Und gleiches Prinzip, gleiche Folie mache ich auch hier. Da habe ich noch Reste von über. Und ja, schön ist. Das war's vom Prinzip. So sieht es jetzt bei mir aus. Jetzt habe ich wieder, eine vernünftige Ablagefläche für Brille und Schlafutensilien. Eine Sache noch zum Holz. Das ist Paulownia. Extrem leichtes Holz. Das ganze Regal mit USB-Stecker und der Alu-Stange oder Alu-Röhrchen wiegt 1,2 Kilogramm. Wie ich finde, fast nichts. Ist extrem formstabil und wie gesagt sehr leicht. Und somit hat er auch natürlich einen Nachteil. Die Oberfläche ist da sehr empfindlich, also druckempfindlich, kommt schnell Kratzer rein. Also als Tisch- oder Arbeitsplatte nicht zu empfehlen. Aber da passiert nicht viel. Die Folie ist rum. Da finde ich es alles gut. Da ging es mehr ums Gewicht. Beleuchtung ist dann natürlich noch ein Thema. Ich habe ja die beiden Lampen rausgenommen. Da muss ich jetzt noch wieder eine Beleuchtung installieren. Da habe ich mir überlegt, so eine LED-Leiste zu machen. Ähnlich wie ich es hier auch gemacht habe. Da diese Ambientenbeleuchtung, da könnt ihr da oben mal schauen. Hatte ich schon mal ein Video darüber gemacht. So oder so ähnlich wird es dann da auch oder kann man auch machen. Alles gut. Jo. Seht ihr das hier? Das ist mein nächstes Projekt oder einer meiner nächsten Projekte. Die Kacke hier, die hält nicht. Ich kann hier kleben, wie ich will. Der geht immer wieder auf. Das hier auch. Also, da kommt noch was. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen, wenn ihr auch sowas braucht. Moment, ich habe ja noch was. Stopp. Wir gehen noch mal kurz rein. Ich muss euch noch was zeigen. So, nicht erschrecken, sieht ein bisschen wüst aus hier. Aber der Stoff ist gekommen für die Sitze. Ist das geil? Zeige ich euch. Ein Mega-Paket ist gestern gekommen. Mit dem Stoff. Wir haben zwei verschiedene Sorten, einmal so ein kariert und einmal grau Uni. Alles vorbereitet. Hier die Hexenmaschine. Das wird mega. Also, ganz kurz nur angeteased. Das ist unser nächstes Projekt. Das wird geil. Wenn du das nicht verpassen willst, boom, abonnieren. Wir beziehen ja unsere Stoffe selber. Das ist, ja, ich glaube, da fangen wir jetzt direkt schon mit an. Dranbleiben, wird spannend auf diesem Kanal. Also, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und abonnieren nicht vergessen.